Beginnt man mit dem Bau einer Modellbahnanlage, muss man sich zunächst für einen geeigneten Anlagenunterbau entscheiden. Wir haben uns bei der Anlage St. Johann für den NOCH-Anlagenunterbau 61930 in Verbindung mit dem Alu-Zagen-System entschieden. Er hat die Größe 220 x 120 cm. Dieser Bausatz für den Unterbau bietet die Möglichkeit, leicht, stabil und schnell zu bauen. Im Lieferumfang befindet sich alles, was zum Aufbau nötig ist, einschließlich Holzleim und Nägel. Als Werkzeug benötigen Sie nur einen Hammer und einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher. Die mitgelieferte Bauanleitung zeigt Ihnen, wie Sie die Leisten mit den verschiedenen Längen A, B, C, D für die gewünschte Anlagengröße kombinieren müssen. Ein Plattenfeld lassen wir an der Stelle, an der später die Gleiswendel steht, frei. Auf diese Weise kann man später im Falle einer Betriebsstörung eingreifen und so entgleiste Loks und Wagen wieder auf die Schienen stellen. Der gesamte Anlagenbau einschließlich der Gleistrassen wird mit NOCH Terraform bewerkstelligt. Mit diesem System kann schnell, unkompliziert, leichtgewichtig und völlig flexibel jede individuelle Wunschmodelllandschaft gebaut werden. Außer einer Schere, einem Bastelmesser und einer Heißklebepistole benötigen Sie weiter kein Werkzeug. Wir beginnen damit, die Gleise auf dem Unterbau auszulegen. Anschließend schieben wir NOCH Panzerkarton unter die Gleise und zeichnen die Gleislage an. Die Gleistrassen lassen sich mit einem Bastelmesser mühelos aus dem Panzerkarton ausschneiden. Für das spätere Aufständern der Gleise werden die ausgeschnittenen Panzerkartonstreifen entsprechend der Gleislage in Position gebracht und angezeichnet. Größere Höhenunterschiede auf der Modellbahnanlage können problemlos mit dem Laggis Gleiswendelsystem von NOCH realisiert werden. Für die Anlage St. Johann, die wir hier aufbauen wollen, benötigen Sie den Grundkreis für den 360 mm Gleisradius. Die Lage der Gleise wurde schon früher angezeichnet. Der Gleislage entsprechend wird nun die Einfahrt in die Gleiswendel markiert. Im Anschluss daran legen Sie die Kreissegmente den eingezeichneten Gleisen folgend auf Ihrer Anlagenplatte aus. Alle Stöße der Kreissegmente werden zur Erleichterung der späteren Arbeiten provisorisch mit Klebeband aneinander geheftet. Zeichnen Sie die Lage der zu einem Ring zusammengeklebten Kreissegmente auf der Grundplatte an und markieren Sie sorgfältig die Stöße der einzelnen Segmente. Denken Sie daran, wichtig ist die Markierung der Einfahrt in die Gleiswendel aus der Grundebene. Die Einzelteile der Pfeiler mit den Segmenthaltern werden mit handelsüblichem Kunststoffkleber zusammengeklebt und zur Probe an ein Trassensegment gesteckt. Dann werden die Grundplatten der Pfeiler an den Stößen der Trassensegmente sorgfältig angezeichnet. Mit einem Vorstecher oder einem Nagel werden Löcher für die Schrauben vorgebohrt. Ein Tropfen Alleskleber verleiht den festgeschraubten Pfeilern zusätzlichen Halt. Sie erleichtern sich die weitere Arbeit, wenn alle zusammengebauten Ständer in der Reihenfolge ihrer Aufstellung gekennzeichnet werden. Die Pfeiler kleben wir auf die Grundplatten und richten sie mit dem geraden Trassenbrettchen senkrecht aus.
Sind alle Pfeiler aufgestellt, werden die Trassenbrettchen in die Segmenthalter geschoben, wobei man die Brettchen mit etwas Kleber in den Segmenthaltern fixieren sollte. Nun ist das erste Teilstück der Gleiswendel für die Gleismontage bereit. Vorher wird jedoch die Gleismitte mittels der beiliegenden Radienschablone markiert. Ehe Sie die Gleiswendel weiter montieren, müssen die Gleise verlegt und festgeschraubt werden. Ist die zweite Lage der Wendel verlegt, wird die Montage der Gleise schwieriger. Das Werk ist vollbracht, die Gleiswendel ist fertig und wir können uns dem Bau der Trassen zuwenden. Wir haben uns für den Beginn des Landschaftsbaus mit Terraform für das Basisset entschieden. Empfehlenswert ist aber auch noch das umfangreichere Landschaftsbau-Bastelpaket. Beginnen wir mit der Bahnhofsebene und ermitteln die Höhe der Ständer anhand eines aufgestellten Tunnelportals. Die Höhe wird an einer Terraform-Holzstrebe angezeichnet. Zum Kürzen der Holzstrebe wird diese unter einem Bastelmesser so lange gerollt, bis eine deutliche Kerbe entsteht. Durch Hin- und Herbiegen kann die Strebe dann leicht abgebrochen werden. Für große Flächen wie die Bahnhofsebene baut man am besten Doppelständer zusammen. Diese Doppelständer stellen wir an der gewünschten Stelle auf und bringen die Trassen aus Panzerkarton probeweise in die richtige Position. Es folgt das Aufkleben der Ständer im Bereich der gekennzeichneten Gleislage mit Heißkleber. Anschließend kleben Sie die aus Panzerkarton gefertigte Bahnhofsebene auf die Ständer. In derselben Art und Weise werden jetzt alle Trassen für die Gleise auf der Grundplatte befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Knicke entstehen, wenn die Panzerkartonteile aneinander gesetzt werden. An diesen Stellen könnten sonst später Wagen entgleisen oder sich Kupplungen lösen. Die Gleistrassen sind soweit alle verlegt und auf ihren Ständern festgeklebt. Im hinteren Bereich vor der Einfahrt in die kleine Haltestelle fehlt jetzt noch die Brücke. Hier soll das Rhone-Viadukt aus dem Noch-Sortiment eingebaut werden. Das Hartschaummaterial lässt sich sehr gut mit einem einfachen Bastelmesser schneiden und damit in die Landschaft einpassen. Die Brückenpfeiler lassen sich genauso mit dem Bastelmesser schneiden und so auf die benötigte Höhe kürzen. Der auf die gewünschte Höhe angepasste Brückenpfeiler wird wieder mit Schmelzkleber unter das Rhone-Viadukt geklebt. Anschließend erhält die an den Landschaftsverlauf angepasste Hartschaumbrücke noch eine Verkleidung aus Geländekrepp und einen zusätzlichen Ständer. Das Rhone-Viadukt soll nun noch um einen Bogen des Bruchsteinviadukts verlängert werden. Dazu wird das gebogene Bruchsteinviadukt mit dem Bastelmesser in der Mitte zerteilt und mit Schmelzkleber an das Rhone-Viadukt angeklebt. Im Anschluss daran wird der Brückenpfeiler noch komplettiert und das gesamte Brückenbauwerk eingepasst und angeklebt. Im Bereich der zum Haltepunkt führenden Gleiswendel ist ein Arkadentunnelbauwerk geplant. Mit einem normalen Haarföhn wird die Arkaden-Hartschaummauer erwärmt und durch vorsichtiges Biegen dem Gleisradius angepasst. Gleichermaßen wird die Hartschaummauerplatte, die hinter die Arkaden geklebt werden soll, durch Erwärmen und vorsichtiges Biegen dem Gleisradius angepasst. Die Seitenteile der Hartschaum-Tunnelportale schneiden wir im passenden Winkel ab und kleben sie an das Mauerwerk an. Die folgenden Sequenzen zeigen, wie die Tunneleinfahrten mit dem Arkadenmauerwerk entstehen.
Nun kommt der Teil, auf den der Modellbauer schon lange gewartet hat, die erste Probefahrt. Mit der ausgiebigen Probefahrt soll in diesem frühen Stadium des Landschaftsbaus sichergestellt werden, dass Loks und Wagen in den Kurven nicht an Stützen, Tunnelportalen und Mauern hängen bleiben. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass in der Gleisführung nicht irgendwelche Knicke aufgetreten sind, an denen sich Wagen womöglich abkuppeln oder gar entgleisen. Nachdem die Gleistrassen verlegt und alle späteren Landschaftsplateaus auf die gleiche Art angelegt wurden, wenden wir uns jetzt dem Landschaftsrohbau zu. Wir beginnen mit größeren Felsformationen. Mittagsspitze und Widerstein, zwei noch Felsen aus dem Strukturhartschaumprogramm, könnten auch ohne weitere Bearbeitung beim Bau einer Modellbahnanlage eingesetzt werden. Realistischere Effekte erzielen sie aber, wenn die Felsen geteilt und in einer Hanglage eingebaut werden. Alle Felsen aus Strukturhartschaum kann man ganz einfach mit einem scharfen Bastelmesser teilen und zerschneiden. Dieser Teil des Felsens soll im Bereich des späteren Wasserfalls seinen Platz finden. Daher muss er etwas erhöht positioniert werden. Also erhält auch er einen Unterbau, hergestellt aus Terraformstützen und Panzerkarton. Auf diesen Unterbau wird die Felsenhälfte dann wieder mit Heißkleber befestigt. Am See entlang ist eine Straße geplant. Auch diese wird, wie vorher die Gleistrassen, aus Panzerkarton mit Terraformstützen realisiert. Die folgenden Sequenzen zeigen Ihnen, wie mit Terraform Holzstreben, Mehrfachverbindern und Haft- und Standplatten ganz einfach Berghänge, Geländeeinschnitte und Berge entstehen. Mit den flexiblen Streben können ganz einfach Bergkuppen und geschwungene Landschaftsformen nachgebildet werden. Ebenen für die spätere Aufstellung von Gebäuden werden auch mit dem Terraform-System aufgebaut. Thank you.
Das Landschaftsgerüst ist nun fertiggestellt und man erkennt schon deutlich die Kontur des Geländes. Mit dem Geländegrepp muss nun das gesamte Gerüst überzogen werden. Hierzu wird der Grepp zugeschnitten und mit der Heißklebepistole auf den Streben festgeklebt. Beim Umgang mit Schmelzkleber ist Vorsicht geboten, denn es besteht Verbrennungsgefahr. Drücken Sie deswegen den mit Kleber eingestrichenen Geländegrepp nur mit Hilfsmitteln wie etwa einer Holzstrebe oder einem Stück Panzerkarton an. Auf den so entstandenen Landschaftsrohbau können noch Felsstücke aus Strukturhartschaum ebenfalls mit Schmelzkleber aufgeklebt werden. Das Noch-Sortiment hält eine Anzahl von Felsplatten aus Strukturhartschaum bereit. Um realistische Felspartien gestalten zu können, sollten auch diese Felsplatten in kleinere Felspartien unterteilt und Stück für Stück auf den Geländegrepp aufgeklebt werden. Die Felsstücke passen wir von der Rückseite grob an den Geländeverlauf an und kleben die Stücke wiederum mit Schmelzkleber an. Auf die Möglichkeiten, die Felsstücke zu teilen, wurde ja im Laufe des Videos schon eingegangen. Gerade im Bereich des Sees und des Wasserfalls müssen die Felsen geteilt werden, um diesen Bereich mit möglichst flachen Felsscheiben ausgestalten zu können. Mit diesen Felsscheiben soll die Führung des herabstürzenden und über die Felsen laufenden Wassers vorgegeben werden. Schauen wir uns nun in aller Ruhe mal die im Rohbau fertigen Felspartien an. Wir müssen aber feststellen, dass die Felsformationen zwar schon einen ganz realistischen Eindruck vermitteln, aber immer noch wie vorgesetzt aussehen. Die einzelnen Felsstücke werden deshalb noch mit Montagespachtel oder Felsspachtel eingespachtelt. So vermitteln Sie später den Eindruck geschlossener Felsformationen, die sich harmonisch in das Gelände einfügen. Der Felsspachtel wird mit einem schmalen, nassen Pinsel in die Zwischenräume der Felsstücke gedrückt und glatt gestrichen. Der Seegrund wird ebenfalls mit Felsspachtel gestaltet. Hierbei wird die Spachtelmasse mit einem breiten Pinsel verteilt und das Ufergelände modelliert. In die feuchte Spachtelmasse werden Steine und Geröll ebenfalls aus dem Noch-Sortiment eingestreut und festgedrückt.
Der Landschaftsrohbau, den wir komplett mit dem Terraform-System aufgebaut haben, benötigt jetzt noch einen Überzug aus Montagespachtel, um die Landschaft harmonisch zu gestalten. Der Montagespachtel wird am besten mit einem breiten Pinsel großflächig aufgetragen. Mit dem Landschaftsbau sind wir jetzt schon ein ganzes Stück vorwärts gekommen. Alle Landschaftspartien sind fertig modelliert, aber es fehlt überall noch die Farbe. Wir beginnen mit der Landstraße, die um den See herumführt. Unverzichtbares Hilfsmittel für die farbliche Gestaltung der Straße ist hier der Noch-Mikro-Farbroller. Die Acrylfarbe wird mit etwas Wasser verdünnt und mit dem Farbroller auf die fein verspachtelte Straße aufgetragen. Im wirklichen Leben hinterlassen Verkehr, Regen und Sonne auch ihre Spuren auf der Landstraße. Das wollen wir auch im Modell nachahmen und bedienen uns des Noch-Patina-Pulvers. Mit dem schwarzen Pulver können wir sparsam angewendet, mit einem Stück Küchenrolle gut verrieben, die Spuren von Reifen und Ölrückständen nachbilden. Ein weiterer Abschnitt ist beendet und die Landschaft macht jetzt schon einen recht realistischen Eindruck. Aber bei den Felsen, Wiesen und Hängen fehlt es immer noch an Farbe. Das Noch-Sortiment hält hier eine ganze Palette an Acryl-Landschaftsfarben bereit. Für die Wiesen und Hänge nehmen wir grünes, braunes und ockerfarbenes Acrylspray. Wenden wir uns nun den Felsen zu. Diese werden als erstes mit mattschwarzem Noch-Acrylspray gespritzt, was den Felsen später Schatten und die nötige Tiefe verleiht. Wir wählen die Sprührichtung von unten. Anschließend sprühen wir graue Farbe senkrecht auf die Felsen. Um die dreidimensionale Wirkung zu erhöhen, spritzen wir die Felsen jetzt noch dünn mit weißer Farbe im Spitzenwinkel von oben. Nun gilt es, die Felsstruktur noch stärker hervorzuheben. Eine von vielen Möglichkeiten sei hier vorgestellt. Wir besprühen einen alten, möglichst harten Pinsel mit weißer Acrylfarbe und wischen leicht über die Felspartien. Lassen Sie sich von den folgenden Sequenzen einfach inspirieren. Mit Ocker, Braun und Grün bringen wir schließlich noch natürliche Farbe ins Spiel. Besonders realistische Farbeffekte werden mit den Acryl-Landschaftsfarben zum Streichen erzielt. Dazu werden diese an besonders exponierten Stellen mit alten Zahnbürsten aufgetragen. In der gleichen Weise wie eben für die farbliche Nachbehandlung der Felsen beschrieben, verfahren wir beim Nacharbeiten der Strukturhartschaumbrücken, Mauern und Portale. Beim Schienenmaterial haben wir uns für das C-Gleis entschieden. Dieses Material bietet den Vorteil der ins Gleis integrierten Schotterbettung. Bei dieser Schotterbettung sollte man sich jedoch nicht scheuen, für eine optische Aufwertung Hand anzulegen. Zunächst wird der Übergang vom gleiseigenen Schotterbett von der Schwellenunterkante bis zum Trassenbrett mit noch Graskleber eingestrichen. Anschließend wird noch Gleisschotter eingestreut. Sind auf diese Weise alle Gleise neu eingeschottert, sollte man die Farbgebung überarbeiten. Die Gleise werden zunächst dünn mit grauer noch Acrylfarbe gespritzt, dann mit brauner. In der Mitte bekommen die Schienen einen leichten schwarzen Streifen. Bevor die Farbe ausgetrocknet ist, entfernen Sie die Farbe auf den Kontaktflächen mit einem Radiergummi oder dem zur Reinigung der Schienen vorgesehenen Reinigungsblock ebenfalls aus dem Noch-Sortiment. Wenden wir uns den Gewässern und der Gestaltung des Ufers zu. Diese Bereiche werden mit Graskleber eingestrichen, anschließend werden Steine und Geröll aus dem Noch-Sortiment eingestreut. Für die Sandanschwemmungen, die man im Uferbereich findet, verwenden wir Gleisschotter für die Spurweite N.
Mit dem Gewässergrundfarbset verleihen wir dem Gewässer zusätzliche Tiefe. Wir wählen dunkle Farben, beispielsweise dunkelblau, für die Mitte des Sees und mischen uns zum Ufer hin immer hellere Farben. Für den hinteren, von Felsen umgebenen Bereich verwenden wir eine ins Grünliche gehende Farbe. Und wieder ist ein weiterer Bauabschnitt beendet und es wird Zeit für eine erneute Probefahrt. Damit wollen wir sicherstellen, dass keine Farbreste oder Reste der Spachtelmasse Betriebsstörungen verursachen. Außerdem, etwas Fahrspaß während des Baus muss auch sein. Nun stürzen wir uns ins feuchte Element. Es ist an der Zeit, den Wasserfall vorzubereiten, denn der wird außerhalb der Modellbahnanlage im Liegen gestaltet. Die Höhe des Wasserfalls wird vorher ausgemessen. Dann tragen wir noch Wassereffekte mit einem Borstenpinsel auf ein geeignetes Trägermaterial der entsprechenden Größe auf. Zum Beispiel ein Stück noch Seefolie. Nach einer kurzen Antrocknungszeit von 15 bis 30 Minuten wird mit einem Zahnstocher Struktur in die jetzt schon zähe Masse eingearbeitet. Nun geht es aber erstmal an die Gestaltung des Sees und des Bachlaufs. Füllen Sie die Transparenten noch Waterdrops zusammen mit der entsprechenden Menge des Weichmachers in ein leeres Marmeladeglas und stellen dies in den auf 170 bis 180 Grad vorgeheizten Backofen. So lange, bis alles geschmolzen ist. Verwenden Sie zum Herausnehmen am besten Grillhandschuhe oder dicke Arbeitshandschuhe und rühren Sie kräftig um. Ist alles geschmolzen und der gesamte Inhalt dünnflüssig, gießen wir jetzt die geschmolzenen Waterdrops in das vorbereitete See- bzw. Bachbett. In der Mitte des Sees wollen wir optische Tiefe erzeugen. Dort werden Color-Waterdrops verwendet. Diese können Sie beliebig mit transparenten Waterdrops mischen. Mit einem Zahnstocher oder ähnlichem können Sie kurz vor dem Erkalten Gischt- oder Wasserstrukturen erzeugen. Erstaunlich realistische Wellen können Sie mit einem leistungsstarken Haarföhn erzeugen. Die Oberfläche des Gewässers kann so immer wieder angeschmolzen und verändert werden. Inzwischen ist auch der vorbereitete Wasserfall so weit ausgetrocknet, dass man ihn vom Trägermaterial lösen kann. Dies tun wir vorsichtig mit einem Bastelmesser. Die vorbereiteten Teile des Wasserfalls werden mit Wassereffekte auf die Felsen geklebt. Danach trägt man Wassereffekte erneut in parallelen Streifen auf. Mit einem Zahnstocher arbeiten wir dann Struktur ins Wasser ein. Analog verfahren wir beim See und im fließenden Gewässer. Gischt und die Stromschnellen lassen sich mit Wassereffekte äußerst realistisch nachbilden. Gebäude aus Kunststoff haben meist einen unnatürlichen Glanz. Für die Alterung von Gebäuden und rollendem Material ist die Verwendung von noch Patinapulver oder die Kombination von Acrylfarben und Patinapulver bestens geeignet. Auf das zu alternde Modell wird eine Schicht noch Haft- und Fixierspray aufgebracht. Nach der Trocknung werden Farbpigmente nach Belieben gemischt und mit dem mitgelieferten Borstenpinsel aufgetupft. Zum Abschluss folgt nochmals eine Schicht Haft- und Fixierspray.
Jetzt fehlen aber noch die grünen Wiesen. Zum Gestalten von Wiesen und Hängen ist noch Grasmaster ein unverzichtbares Werkzeug. Mit ihm ist das Begrünen von Flächen, die vorher mit noch Graskleber gleichmäßig eingestrichen wurden, kinderleicht. Eine sehr realistische Wiesengestaltung erhält man durch Mischen verschiedener Grasfaserlängen und Farben und das anschließende Einarbeiten von noch Flockage. Oder Sie verwenden direkt die fertig gemischten Nochmaster-Grasmischungen. Sehr realistische Bäume lassen sich mit Noch-Naturbäumen zaubern. Die Noch-Naturbäume werden zunächst mit braunem Noch-Acrylspray im Bereich des Stammes eingesprüht, anschließend mit Noch-Sprühkleber. Mittels der Streudose wird Laub verschiedener Farben aufgestreut. So ist auch die Gestaltung rot- oder gelbblühender Bäume möglich. Im Augenblick sehen die Wiesen und Berghänge noch etwas zu gleichmäßig und künstlich aus. Das Noch-Sortiment bietet jede Menge Möglichkeiten mit Wildgras, Schilfgras, Laub, Flockage und Foliage, die rund 2,5 Quadratmeter Natur, die wir geschaffen haben, realistisch auszugestalten. An dieser Stelle seien auch die verschiedenen Gräser-Profisets erwähnt. Ohne viele Kommentare möchten wir Ihre Fantasie und Ihre Kreativität einfach mit den folgenden Sequenzen, welche die realistische Gestaltung von Berghängen und Felspartien zeigen, anregen. Stützmauern und Fassaden von Gebäuden lassen sich perfekt mit Laub, Flockage und Foliage gestalten.
Zum Schluss wünschen Ihnen Ihr Noch-Team und der Autor des Films viel Spaß beim Nachbauen der Anlage oder beim Planen und Realisieren Ihrer eigenen Traumanlage. Wir sind davon überzeugt, dass Sie dank der Tipps, die wir Ihnen in diesem Film nähergebracht haben, Ihre Traummodellanlage erbauen werden. Lassen Sie die folgenden Szenen einfach auf sich wirken und Ihre Fantasie und Kreativität anregen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude an Ihrem Hobby.